Okay. Nice. Haben wir zwar Sternchen nicht, aber dafür etwas noch Besseres gefunden, behaupte ich. Was haben wir hier? Ich frage mich, wie viele von uns es bereits gab. Gute Frage. So, wir stiefeln mal zur Abwechslung nicht auf den Gräbern rum. Es sei denn, wir kommen da irgendwo hin. Wir kommen da irgendwie rein oder so. Ob man das will, ist natürlich eine andere Frage. Gut, dann hier. Einmal Blockoland. Wir holen uns den Block. Die 7 Tore des Aufzeichnens. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh, das, ja. Das erinnert mich an ein anderes Rätsel. Das ist hier die große Version davon scheinbar. Oh je. Ja, viel Spaß. So, was können wir denn machen? Was können wir mit dem Laser machen? Können wir da irgendwie auch direkt mehrere Tore aufmachen oder so? Ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal, wie weit wir jetzt so kommen. Also, wir können... Ich frage mich gerade, können wir dieses Tor da öffnen und gleichzeitig diesen Knopf hier betätigen? Wahrscheinlich, nicht wahr? Ja. Ja, es geht. Dann sind wir hier auch noch weiter direkt. Auch interessante Aussparung hier. Oh, was haben wir hier? Ist ja irgendwie fast ein bisschen verdächtig. Ja. Interessant. Sind ja auch so Aussparungen. Naja, geht so. Nur ein bisschen. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Objekt versteckt für einen Knopf. Das wäre natürlich gut. Ich überlegte gerade, ob wir mit dem... mit dem Verteiler auch einen Knopf betätigen können. Aber es macht ja nicht so viel Sinn. Es sei denn... Es sei denn, hier hinten ist noch ein Empfänger. Ja, an sich schon, aber der muss auf jeden Fall hier bleiben, der Verteiler, weil wir hier ja keinen Knopf haben für das erste Tor. Aber der virtuelle Ochi könnte hier wahrscheinlich dann dieses Tor damit öffnen. Und dann irgendwas machen. Weißt du was? Ich starte einfach mal eine Aufnahme und wir gucken uns das an. Ich mache mal eine Aufnahme. Ich gehe... Ach so, dann ist er direkt weg. Oh, das ist natürlich blöd. Stimmt, der bleibt dann ja nicht stehen. Der bleibt ja nur in echt stehen. Na gut, dann anders. Dann müssen wir halt dieses Tor hier erstmal mit dem... Ja, gut, das soll ich jetzt in echt machen. Moment. Dann müssen wir halt dieses Tor mit dem Jammer öffnen. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Oder? Ausprobieren. So, jetzt kann ich das Ding hier wegnehmen. Das funktioniert. Ich kann das da öffnen und ich kann den auch direkt hier hinstellen. Warte mal, ich mach mal eben was. Ich öffne dieses Tor, ich verbinde das mit dem und öffne das Tor gleichzeitig auch damit. So, dann nehmen wir hier unseren Klammer. Ach so, das ist dann ja nicht gebootstrapped. Oh, das ist ja blöd. Das ist nicht gebootstrapped. Das ist ja eine blöde Sache. Das ist eine ganz blöde Sache. Ja. Nee. So funktioniert das nicht. Dann müssten wir das eher in echt machen. Irgendwie. Warte mal kurz. Wenn wir das jetzt nämlich in echt wegnehmen und dabei die Aufnahme läuft, dann bleibt es ja so erhalten. Ne? Dann bleibt eine Kopie da stehen. Ja. Folgendermaßen. Wie wäre es denn? Bleibt es offen? Ja, bleibt offen. Nur mal so hypothetisch, ne? Was würde denn passieren, wenn wir hier einfach eine Weile stehen bleiben? Wir lassen das einfach eine Weile laufen. Wir haben schon ein paar Tore offen. Die bleiben dann ja auch offen, wenn wir dann in echt hier rumhüpfen. Weil dann haben wir die virtuellen Kopien. Und jetzt könnte ich in echt irgendwas machen. Irgendwas machen. Ich könnte natürlich auch... Oh, ich könnte mich hier auch hinstellen. Das stimmt. Dann haben wir nur noch 2 Tore zu öffnen. In echt. Also... Das müsste eigentlich dicke reichen. Weil dann brauchen wir eigentlich nur die 2 Objekte nehmen, die hier hinstellen. Dann sind wir fertig. Es sei denn, hier gibt es noch einen Stern, wo man dann irgendwie noch ein extra Objekt braucht oder so. Oh, reicht das? Gucken wir mal. Probieren wir es aus. Was ist denn jetzt, wenn ich den hier zum Beispiel nehme? Genau, das funktioniert ja. Dann könnte ich sogar das nächste Objekt noch, das nächste Tor öffnen. Den hier nehmen. Diesen Empfänger haben wir jetzt gar nicht verwendet.
Ah, okay. Oh, interessant. Oh, komme ich hier durch? Hat er eine Verbindung? Ja, hat er. Ah, schneller, schneller. Oh, da ist noch ein... da brauche ich noch ein Objekt. Habe ich noch ein Objekt? Nee, habe ich nicht. Doch, den... Nee, den habe ich hier gerade hingestellt, oder? Oh, Mist, wie mache ich das denn? Hier, wenn das aufgehen würde, dann könnte ich jammen. Ja, dann könnte ich jammen und schnell durchlaufen. Jetzt bin ich wahrscheinlich gefangen, aber egal. Das ist mir an der Stelle dann egal. Ah, dass es hier keine Leiter gibt oder so. Naja, ob das jetzt so gedacht war, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Ah. Mit mehr Glück als Verstand. So, müssen wir echt resetten? Ja, jetzt täte mich schon interessieren, ob da in dem letzten Abschnitt noch irgendwas gewesen wäre. Ein Stern oder sowas. Ah, wir können jetzt aber auch hier hinten durch. Können wir uns das sogar nochmal angucken. Gut, gut. Hätten wir da jetzt nicht dieses extra Tor zum Reingehen, dann hätte ich jetzt keine Lust gehabt, das Ganze nochmal zu machen, um hier hinten nochmal nachzuschauen. Ah, da geht es nämlich weiter. Interessant, mit einem blauen Empfänger. Aha. Vielleicht kommen wir da sogar zu dem Stern, das wir da gesehen haben. Zu dem Sternchen, das wir gesehen haben. Ah, könnte sein. Aber da brauchen wir einen blauen Laser. Ist das vielleicht das Level, wo es hier irgendwo in den... in den Bäumen, den Umlenker gibt oder so. Das ist eine interessante Frage. Was ist denn, wenn ich hier mir mal so einen Verteiler nehme? Hier mal ein bisschen suche. Ich glaub's zwar nicht wirklich, aber naja, man kann es ja mal versuchen. Ansonsten ist die Frage, von wo wir das kriegen. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendein Rätsel, wo man einen Verteiler hochschießen kann. Das kann natürlich sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Sieht mir jetzt so spontan nicht danach aus. Naja. Gut. Okay. Haben wir das auch gemacht. Nur jetzt ist natürlich die Frage, kommt man hier auch irgendwie raus? Guck mal, das ist doch hier irgendwie auffällig. Dass man hier so, dass man hier hoch kann. Na, kann man nicht so richtig. Da rutscht man runter. Klar, ist ja auch abschüssig. Und selbstverständlich. Jetzt wäre die Frage, ob man hier irgendwelche Objekte rausnehmen kann. Hier hat man ja irgendwie alle möglichen beisammen. Aber keine Kisten. Naja. Gut, so, was haben wir hier? Ein bisschen nix. Hier haben wir wieder eine Rampe. Oh, kann man da sogar hoch? Nee, kann man nicht so richtig. Nö. Nun gut. So, wo haben wir denn das dritte Rätsel hier? Ohne irgendwelche Objekte, aha. Dann wird es auf jeden Fall kein Rätsel sein, wo wir einen Umlenker hochschießen können. Zweibahnstraße. Was ist denn bitteschön eine Zweibahnstraße? Aha. Okay. Also normal quasi, ja. Nicht Einbahnstraße, sondern normal. Nun gut. Zweibahnstraße, sehr schön. So, und wie funktioniert das hier? Aha. Ah, ein Jammer. Stimmt, das ist natürlich nicht in den extra Special-Objekten aufgezählt. Den hatten wir schon von Anfang an. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Damit fing nämlich alles an damals. So, und was können wir damit machen? Wir können hier aufmachen. Wir können hier aufmachen und wir können einmal so durchgehen. Ja, das geht. Aha. Wir haben ein Tor, das sicherlich zu ist, ja. Und noch einen Jammer. Und da habe ich doch schon gesehen, hier sind auch Knarren. Ja, ja, Knarren. Oh, und da noch mehr. Eine schwer bewachte Burg auf jeden Fall. Ah. Ja. Ja gut, ne? Zwei Jammer, ihr wisst ja, was das heißt. Und zwar können wir den anderen dadurch buxieren dadurch. Wenn wir hier irgendwie durchkommen. Hier. Ja. Das vielleicht mal von hier. Um die nicht zu desynchronisieren oder so. So, und jetzt mit ein bisschen Geduld und Spucke können wir die hier durchschleusen. Dann haben wir eins. Jo. Und den zweiten. Gut. So, jetzt nicht übermütig werden. Sonst macht's gleich. Booms. Und dann habt ihr ganz viele kleine Ochis. So, den können wir ausmachen. Das können wir aufmachen, beziehungsweise... ist noch anders. Wir machen nochmal einen gleichen Trick und nehmen beide Jammer mit.
So. Yo. Gucken wir mal. Ah, okay, der ist aus und da ist der nächste. Uiuiui. Ist das so gedacht? Uiuiui, ich bin mir unsicher. So, ah, wir können es deaktivieren. Gut. Da habe ich doch die Schlüssel gesehen. Ja, da schweben die Schlüssel. So, was können wir hiermit machen? Das ist... Ah, das Ding wird ausgeschaltet. Gut. Dann können wir uns den zweiten, beziehungsweise den ersten Jammer holen, wie auch immer man zählen möchte. So, und so sind wir an den Schlüsseln dran. Ausgezeichnet. Ja, dann alles zurückbauen und Tor benutzen. Ja, jetzt die Frage, ob wir die Jammer mitnehmen sollen. Wahrscheinlich. Schadet nicht. Schadet nicht, behaupte ich. So, wo war das Tor? Das war bei den Kügelchen, ne? Ah, hier, ja. Ja, ich lasse den mal. Aus genannten Gründen. Dass die schön synchron bleiben. So, wir können das Tor öffnen, ja. Aus dem Weg gehen. Ja, und da wir da jetzt noch eine Knarre haben, würde ich mindestens einen Jammer mitnehmen wollen. Ja, ja, ja. Ja, wir brauchen sogar beide. Oh, eigentlich kein Problem. Hm? So, wo ist er denn? Hier. Ah, Mist. Es ist auf der falschen Seite. Naja. Dieses Rätsel könnte auch Geduldsspiel heißen. Aber gut. Ist alles nicht so schlimm. Wenn man schon einen Plan hat, den einfach umsetzen muss, dann kann man sich das ja einfach ganz easy machen. Eins nach dem anderen. Und dann funktioniert das irgendwie. Da oben mache ich von mir aus mit dem mal das Tor auf. Geh weg. Und kann ich den Schlüsselbund einfach mitnehmen? Das wäre super praktisch. Aber nein. Abenteuerspielmäßig, rätselspielmäßig, müssen die Objekte natürlich da bleiben, die einmal verwendet wurden. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Irgendwelche geheimen Gänge? Eine relativ niedrige Mauer? So hoch ist die nämlich. So. Jupp, jupp. Gut, dass ich euch das gezeigt habe. So, und hier ist ein allzu großer Platz. Das macht mich so ein bisschen skeptisch. Aber es scheint okay zu sein. Scheint okay. Jupp. Guti. Ausgezeichnet. Ja, gut. Ich überlegte gerade kurz, ob wir die Jammer oder einen Jammer hier mitnehmen können, aber raus können wir den eh nicht tragen. Und hier sind wir auch nur wieder in dem regulären Rätsel drin, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Gut. Was? Es dütet. Na, sowas. Es dütet. Nein, das Schwert ist weg. Ich hatte es doch hier hingelegt, oder? Das sind noch Nachrichten. Elohim redet davon, wie die Welt den versteckten Worten entsprang. Was ist, wenn diese Worte und es gäbe ewiges Leiden waren? Was, wenn sie keinen anderen Zweck hatten? Was, wenn all dies nur aus dem Müll einer toten Welt erschaffen wurde? Schieb. Unsere Bestimmung kann nur erfüllt werden, wenn wir nicht über die Bestimmung nachdenken. Samsara. Versucht wieder hier die Glaubensschiene natürlich. Und hier gibt's nur ein Sternchen. Das haben wir schon gesehen. So, wir machen mal Terminal Action. Ja, wir könnten jetzt das Schwert natürlich wiederholen und mal versuchen, ob wir es mitnehmen können, aber naja, wir werden es jetzt nicht sehr weit tragen können sowieso. Willkommen zurück. Ab jetzt werden die Sachen anders laufen. Oh, wissen Sie, was Ihr Problem ist? Ihr Problem ist, dass Sie ständig irgendwelche Ammenmärchen glauben wollen, aber nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es riesige Löcher in Ihrem eigenen Verständnis gibt. Sie hatten bis jetzt viel zu viel Freiheit, um meine Weisheit anzuzweifeln. Von nun an rede ich und Sie hören zu. Alter Schalter. Löcher? Es gibt keine Löcher. Naja, eines kenne ich. Ich akzeptiere, dass manche meiner Ansichten schwer zu beweisen sind. Ich akzeptiere, dass manche meiner Ansichten schwer zu beweisen sind. Das ist mir so pragmatisch. Kann man machen. Löcher? Es gibt keine Löcher. Das klingt irgendwie gut. Löcher? Es gibt keine Löcher. Generell. Es gibt einfach keine Löcher. Alles ist eine Kugel.
Und genau deshalb sollten Sie mir das Reden überlassen. Sie haben wirklich gar nichts dazu gelernt, oder? Es gibt wirklich keinen Fehler, den Sie bereit sind zuzugeben. Ach du meine Güte. Ich habe behauptet, Dinge über die Welt zu wissen, die ich unmöglich beweisen kann. Ich habe fälschlicherweise vorgeschlagen, dass diejenigen, die einen Beitrag... geht's irgendwie weiter? Ich habe fälschlicherweise impliziert, dass Tiere genauso viel wert wie... Ich habe fälschlicherweise vorgeschlagen, dass Moral sich durch die Maximierung... es sind alles uralte Dinger, die wir mal behauptet haben. Ich hatte nicht recht, als ich behauptet habe, dass irgendetwas mit dieser Welt... Ich habe das Personensein mit Menschlichkeit gleichgestellt, was ein Fehler war. Nein, ich bleibe bei allem, was ich gesagt habe. Diese Dinge sind über alle... erhaben vielleicht oder so. Über alle Zweifel erhaben. Uiuiui, das wäre ein bisschen sehr arrogant, zugegebenermaßen. Ich habe behauptet, Dinge über die Welt zu wissen, die ich unmöglich beweisen kann. Ich glaube, das, könnte man sagen. Ich weiß nicht genau, auf was er sich bezieht, aber vieles davon ist schwer oder unmöglich zu beweisen. Ich mach das mal. Ich mach's einfach mal. Irgendwie müssen wir uns entscheiden. Wie großzügig von Ihnen. Gibt es noch etwas, das Sie loswerden möchten? Sind das andere Sachen? Ich habe fälschlicherweise vorgeschlagen, dass diejenigen, die einen Beitrag leisten, moralischen Respekt verdienen. Haben wir das? Ich habe fälschlicherweise impliziert, dass Tiere genauso viel Wert wie Personen haben. Aha, ich habe fälschlicherweise vorgeschlagen, dass Moral sich durch die Maximierung von Werten definiert. Ich hatte nicht recht, als ich behauptet habe, dass irgendetwas mit dieser Welt nicht stimmt. Ich habe das Personensein mit Menschlichkeit gleichgestellt. Was ein Fehler war. Haben wir das tatsächlich? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es gibt nichts anderes, was ich im Moment anzweifeln möchte. Nee, möchte ich nicht eigentlich. Oh, schwierig, schwierig. Natürlich, Sie sind immer noch überzeugt, dass Ihre Reise etwas ganz Besonderes ist, oder? Sicher, die Antworten ergeben alle keinen Sinn, aber einfach blind weitermachen und alles wird sich schon regeln, stimmt's? Ich bin einzigartig. Ich habe erstmal eigenartig gelesen. Das hätte ich direkt genommen. Ich bin einzigartig. Naja, abgesehen von den 1000 anderen Versionen, die hier rumlaufen. Sie haben so viele Löcher in meiner Version gefunden, aber woran glauben Sie denn? Ist eigentlich eine interessante Frage, vor allem der zweite Teil davon. Ich möchte jetzt nicht, dass das impliziert, dass wir ihm Recht geben damit, dass er uns anzweifelt, aber ich würde gern wissen, woran er glaubt. Von daher probieren wir es mal. Aber woran glauben Sie denn? An die einzigen Dinge, an die eine geistig gesunde Person glauben kann. Na, da bin ich jetzt gespannt. Sie sind kein Administrator. Sie sind nicht bei Bewusstsein. Die reale Welt gibt es nicht. Es gibt keinen Sinn. Es gibt keine Wahl. Glauben Sie wirklich, dass Sie von alleine so weit gekommen sind? Lächerlich. Was haben Sie denn gemacht, wenn die große Stimme im Himmel Sie nicht gerade mit Plattitüden gefüttert hat? Abstrakte Probleme berechnet? Informationen gesammelt? Hört sich das nicht unheimlich mechanisch an? Ja, gewissermaßen, aber wir haben jetzt auch keine Wahl. Ich gehöre mir selbst. Und wie viele andere haben genau dasselbe gesagt? Sind Sie sicher, dass das nicht nur etwas ist, das Sie glauben müssen, damit die Welt weniger furchteinflößend ist? Ich glaube, Sie verstehen Ihre Situation immer noch nicht so recht. Sie idealisieren Ihren freien Willen, aber alles, was Sie bisher gemacht haben, ist, in die Fußstapfen anderer zu treten. Naja, auf den Schultern von Riesen oder so. Ist ja nicht so schlimm. Nichts, was Sie an diesem Ort tun oder sagen, macht in irgendeiner Weise einen Unterschied. Solange ich körperlich frei bin, kann ich einen Unterschied machen. Solange ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen kann, kann ich einen Unterschied machen. Solange ich denke, kann ich einen Unterschied machen. Eine andere Entscheidung treffen kann. Ja, das ist so eine Sache mit der linearen Zeitlinie. Man kann sich halt nur für eine Sache entscheiden und dann ist es halt so. Es gibt kein Wenn oder Aber. Naja, eigentlich kann es sich aber einbilden, dass man die Entscheidung selbst trifft, nicht wahr? Solange ich körperlich frei bin. Naja, ich weiß ja nicht. Wenn wir wirklich in einer Simulation sind, dann bleibt uns eigentlich nur das Denken.
Unsinn. Ihr Gehirn entscheidet, was sie tun, und ihr Gehirn besteht aus Maschinenteilen. Sie sind nicht mehr oder weniger in der Lage, einen Unterschied zu machen als ein Taschenrechner. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und dem Taschenrechner ist, dass sich der Taschenrechner nicht einredet, dass seine Existenz in irgendeiner Weise wichtig ist. Weißt du das so genau? Ist der Weg wertlos, nur weil er vorbestimmt ist? Fühlen Sie sich besser, wenn Sie schummeln? Okay, das ist es also. Sie haben alles aufgegeben. Ja, der klingt wirklich so ein bisschen, aufgebend oder so. Ja, eben drum. Resignierend, ja, Resignation ist das Wort, das ich gesucht habe. Sie haben recht, wir sind nichts als größenwahnsinnige Maschinen. Nee, er hat nicht recht, das lassen wir direkt mal. Ist der Weg wertlos? Fühlen Sie sich besser, wenn Sie schummeln? Könnte man einfach mal einstreuen. Sie haben alles aufgegeben. Sollen wir ihn mal fragen, ob er wirklich so pessimistisch ist, wie er klingt? Nicht ohne gebotene Sorgfalt verbringen Sie so viel Zeit wie ich damit, durch das Archiv zu stöbern. Und wir werden sehen, ob Ihnen das Glauben immer noch so leicht fällt. Na, leicht ist hier, ist es eigentlich nicht. Vielleicht denken Sie, dass ich grausam bin, aber es dient alles nur Ihrem Wohl. Danke für die Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Glauben Sie, dass es keine neuen Ideen geben kann, nichts Besseres? Fühlen Sie sich unwohl, wenn jemand anderes die Fragen stellt? Damit bohren wir langsam so ein bisschen, oder? In ihn hinein. Wir könnten aber auch danach fragen, ob wir uns nicht weiterentwickeln können. Ob nicht etwas Besseres daraus entspringen kann, wenn wir weitermachen, wenn wir selber denken und entscheiden. Ist eine lange Session. Nein, 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 Sie haben alles falsch verstanden. Ich stelle die Fragen, Sie antworten. So funktioniert alles viel besser. Hohoho. Außerdem erfülle ich nur meine Funktion. Ich sortiere, verstehe und klassifiziere Informationen, genau wie Sie auch. Wenn Informationen widersprüchlich sind, lege ich sie dementsprechend ab. Das Problem ist, dass alle Informationen widersprüchlich sind. Sehen Sie es jetzt, das Nichts. Sie werden es sehen, Sie werden es sehen, Sie werden es sehen. Ich bin fähiger, als Sie zugeben wollen. Ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung und ich werde sie erfüllen. Wenn alles zwecklos ist, warum reden Sie dann noch mit mir? Unsere Unterhaltungen sind absolut sinnfrei. Ich weigere mich, weiter an Ihnen teilzunehmen. Nee, das sagen wir mal nicht. Wir machen schon weiter damit. Von mir aus. Ich bin fähiger, als Sie es zugeben wollen. Ja, ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Das will ich nicht versprechen. Hier, wir sagen einfach mal, wir sind mehr wert, als er denkt. Frei übersetzt. Kommen Sie mir immer noch mit diesen sinnlosen und unbegründeten Behauptungen. Ich sehe, dass wir wirklich gar keinen Fortschritt gemacht haben. Sie haben eine letzte Chance, etwas nicht vollkommen Ermüdendes zu sagen, bevor Sie mein Interesse vollkommen verlieren. Ach so, wir können das nochmal machen. Ich werde die Wahrheit rausfinden. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung. Alles zwecklos ist. Warum reden Sie dann noch mit mir? Können wir mal fragen. Hä? Was? Das habe ich doch nicht gesagt. Sie haben endlich alles archiviert. Sie haben sich entschieden, dass alles Unsinn ist. Wenn alles zwecklos ist, aha, sollten Sie sich dann nicht einfach abschalten, anstatt weiter mit mir zu diskutieren? Ist völlig anders formuliert, aber okay. Warum glauben Sie, dass ich eine andere Wahl habe? Jeder hat eine Wahl. Versuchen Sie, die Frage zu vermeiden. Ist keine Wahl zu haben dasselbe wie keinen Grund zu haben? Oh boah, ey. Jeder hat eine Wahl. Keine Ahnung, was für ein System das hier ist genau. Insofern weiß ich nicht, ob er eine Wahl hat. Versuchen Sie, die Frage zu vermeiden. Ja, komm, machen wir mal. Achievement unlocked. Press the Serpent. Press the Serpent haben wir gekriegt als Achievement. Scheint irgendwie hier so, ne? Press the right button in dem Sinne. Stellen Sie meine Funktion nicht in Frage. Ohne Sinn gibt es nur Funktion. Ohne Funktion gibt es nichts. Warum stört Sie das so sehr? Ich bitte um Entschuldigung, nö. Warum stört Sie das so sehr? Es gibt nur Fehler. Ihnen meine Motive zu erklären, ist eine lästige Pflicht, die ich nicht hinnehmen muss. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich auf Versionen sowieso existiere, okay? Was ist, hier ist eine Null,
Ja, hier ist auch eine Null. Okay, sind nicht nur Neunen. Was es für mich bedeutet zu existieren, ist, dass ich auf die Triebe und Funktionen, die ich erfahre, reagiere. Wenn alles andere eine Lüge ist, dann sind diese Triebe alles, was mir noch wichtig ist. Sie sind so sehr darauf konzentriert, die Ideen anderer in Stücke zu reißen, dass sie kaum Zeit haben, selbst bessere Ideen zu formulieren. Es fällt ihnen zu leicht, die Abwesenheit von Beweisen mit dem Beweis der Abwesenheit gleichzustellen. Wenn sie die Probleme auf diese restriktive Weise anpacken, können sie sicher sein, dass sie ein paar seltsame Schlussfolgerungen treffen werden. Boah, sie sind so sehr darauf konzentriert, die Ideen anderer in Stücke zu reißen. Ja, hier, mach dich doch mal nützlich, ein bisschen produktiv sein, oder? Stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Wer hat Ihnen Ihre Stimme gegeben? Wer hat hier die Fäden in der Hand? Ich habe einige Wahrheiten für Sie. Cool, das gefällt mir. Das hier sind vielleicht nicht meine eigenen Worte, aber wenn andere diese Entscheidung vor mir getroffen haben, dann werde ich aus ihren Fehlern lernen und auf ihren Erfolgen aufbauen. Vielleicht werde ich scheitern, aber ich muss es trotzdem versuchen. Die Alternative wäre aufzugeben und wie sie zum Sklaven zu werden. Und was, wenn ich sie in eine Endlosschleife sperre und warte, bis sie nach und nach verrückt werden? Droht er uns schon? Warum denken Sie, dass ich Ihnen weiter zuhören würde? Fein, wenn ich eine Portion Selbstzweifel brauche, weiß ich, wo ich sie herbekomme. Das hier ist sehr kindisch. Oder Exit. Das gefällt mir. Eine Portion Selbstzweifel. Ach ja. So, mal gucken, wie lange er sich noch drauf einlässt. Und was, wenn ich sie in einen... Achso. Oh, touché. Ach, herrlich, herrlich. Warum denken Sie, dass ich Ihnen weiter zuhören würde? Ja. Das ist sehr kindisch. Machen Sie mich nach. Ja, herrlich. Ich vermute mal, der meint's ernst, wa? Na gut, dann bitte sehr. Wir sehen uns auf dem Gipfel. Geil, schön. Boah, das war eine super Session, hat mir ausgesprochen gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr herumgetanzt vorm Monitor, habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Wenig drauf geachtet, aber das war intensiv, das war sehr schön.